Der Lions Club Mattersburg veranstaltete auch heuer wieder ein Fastensuppenessen. Verschiedene Suppen warteten auf die Besucher. Dabei gab es Fischsuppe, Süßkartoffelsuppe, Gemüsesuppe und andere. Aber nicht nur Suppe gab es, sondern auch Kaiserschmarrn wurde angeboten. Veranstaltungsort war das Bikuk Pub in Mattersburg. Mit den Einnahmen der freien Spenden wird bedürftigen Familien im Bezirk Mattersburg rasch und unbürokratisch geholfen. Seit, ich glaube, 7, 8 Jahre habt ihr angefangen mit den Fastensuppen essen, gerade in Mattersburg auf dem Hauptplatz, jetzt sind wir da bei den Peacock. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Die Idee war, Schnitzel zahlen, Suppe essen, einen guten Zweck erfüllen. Und zwar eben Menschen, die unschuldig in Not geraten, zu helfen. Und wenn man da ein Ergebnis sieht, dann freut man sich. Und wir machen das alles unentgeltlich. Die Suppen werden von uns zur Verfügung gestellt und werden gegen Spende verteilt. Heute, wie ich sehe, habt ihr viele verschiedene Suppen. Aber das ist keine Fastensuppe, das ist normale gute Suppe. Nein, Fastensuppe sind sehr viele vegane Suppen dabei. Also Erdäpfel-Pilzsuppe ist zum Beispiel. Ja, Fasten gegenüber, was der Buddha gesagt hat, weiß ich nicht, aber die Mönche in der Fastenzeit trinken Fastenbier. Ja? Das ist ja schon ein Unterschied. Nein, aber es ist nur ein paar mit Speck. Aber nee, ist im Prinzip dem muss ich sagen, den Sinne Genüge getan. Aber nicht nur Suppe, wie ich habe gesehen, habt ihr Kaiserschmarrn auch? Das ist unsere Draufgabe. Den Kaiserschmarrn haben wir erst seit 3 Jahren oder 3 oder 4 Mal so ungefähr. Das war die Idee von unserem Florianihof-Chef, von Bartert Frede, der Mitglied ist bei uns. Und der hat gesagt, und ich mache euch also einen Kaiserschmarrn. Wie seid ihr auch zufrieden mit den Besucherzahlen? Ja, das kommt noch und es wird Gott sei Dank jedes Jahr immer mehr. Wir müssen dann hinten ausweichen, da in den extra Raum. Wie schmeckt die Suppe? Sehr gut. Und Ihnen? Sehr gut. Welche Suppe haben Sie gegessen? Ich habe die Fischsuppe gegessen, ausgezeichnet. Ich habe schon die zweite Suppe gekostet, beide schmecken wunderbar. Welche Suppe haben Sie? Es war zuerst eine Fischsuppe von der Frau Dirnbauer und jetzt eine Bohnennockerlsuppe. Ist die Köchin derzeit unbekannt. Gemüsesuppe und ausgemacht Spitze. Wunderbar ausgezeichnet, weil jedes Jahr eine Überraschung und heuer wieder immer drüber. Ich habe jetzt einmal eine Krautsuppe gegessen, eine ungarische, und schaue mich noch um. Ich habe da noch eine gesehen mit Ingwer. Ich glaube, den will ich noch kosten. Und welche Suppe haben Sie gegessen und wie hat es geschmeckt? Ich habe auch eine ungarische Krautsuppe gegessen. Ausgezeichnet, sehr gut. Ja? Ich glaube, ich muss noch eine essen. Ich habe die Krautsuppe gegessen, die war sehr gut. Und eine werde ich noch kosten, wahrscheinlich die, weiß ich jetzt nicht, Specklauchsuppe. Das schaut auch gut aus, werde ich auch noch kosten. Sind Sie da mit den Weinen? Warum und was bieten Sie an? Ja, wir bieten nicht nur die Fastensuppe an, sondern wir machen mehr oder weniger so ein kleines Bouquet, wo wir zusätzlich auch was zum Trinken anbieten. Wir haben da Mitglieder bei den Lions, die Weinspezialisten sind, und ihnen ist es immer Freude, dass sie sich halt da Weine mitbringen, die sie dann den Leuten präsentieren können. Und es ist halt so ein bisschen ein Schmankerl, um die Spendenfreundlichkeit der Leute auch anzuregen. Und wer halt schon öfters da war, der weiß, bei uns gibt es nicht nur gute Suppen, sondern auch tolle Weine. Sie haben heute auch für die gute Zweck Suppe gekocht. Was von einer? Ich habe die Bohnennockerlsuppe gekocht und die Fischsuppe. Das mache ich eigentlich schon jahrelang. Verraten Sie uns das Rezept? Ja. Ganz einfach. Hausmannskost. Bei der Fischsuppe, welche Fisch benutzt man da? Na, ich mache immer aus den Karkassen, die ich mir vom Fischhändler hole, also Köpfe, Rücken und so weiter, einen Fischsud. Und dann wird der abgesehen, da sind keine Gräten drinnen. Und dann nehme ich verschiedene Filets, um dass keine Gräten eben dabei sind. Ja. Auch hier dabei, Vizebürgermeister von Mattersburg. Sie haben schon Suppe gekostet, gegessen. Welche wollen Sie noch kosten?
Ich habe bis jetzt die Gemüsesuppe gegessen, also eine von den Gemüsesuppen, und werde mich noch durch die Bohnennockerlsuppen kosten, durch die Krautsuppen und dann, weil ich es einer Freundin versprochen habe, die mitgenommen hat, die Karotten-Zucchini-Suppe. Ist eine schöne Veranstaltung hier von den Lions, traditionell in Peacock. Das Wetter ist nicht so schön, aber mit der Überdachung geht es auch hier. Was ist das von einer Suppe, was Sie gekocht haben? Das ist eine Karotten-Zucchini-Suppe, bitte. Was ist alles drinnen? Karotten, Zucchini, Zwiebel, Knoblauch, Wasser, ein bisschen Schlagobers. Alles Liebe und Gute wünsche ich dir. Gesundheit und alles, was du dir wünschst, zu einer guten Welt, das neue Leben. Sehr schön, Herr. Einen süßen Gruß. Bei so einer wichtigen Veranstaltung wie die Fassensuppe essen, natürlich unsere Bürgermeisterin darf auch nicht fehlen. Sie haben mehrere Suppen schon probiert. Was von einer und wie haben geschmeckt? Also ich muss sagen, es schmecken alle hervorragend. Ich würde keine einzelne Suppe herausnehmen. Ich bin ja ein Genussmensch, ich esse gerne. Und daher ist es wirklich immer toll, wenn der Lions Club diese Fastensuppe hier in Mattersburg an die Bevölkerung weitergibt. Und vor allem, es hat ja einen positiven Sinn. Man kann es genießen und der Lions Club unterstützt ja immer, wenn es um Personen geht, die Hilfe brauchen, rasch und unbürokratisch. Und das ist eine gute Sache im doppelten Sinn. Und es ist für alle, glaube ich, ein Erlebnis, wenn Sie hier sind, und ein Dankeschön an den Lions Club Mattersburg. Und dann können wir weiter Suppe probieren. Jawohl, Mahlzeit. Mahlzeit. Oh.